Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Während die Mannschaft kurz nach Sonnenaufgang die erste Fitnesseinheit absolvierte, begann der Tag für die mitgereisten Dynamo-Fans nach einer langen Nacht an der Hotelbar ein paar Stunden später. Also auf jeden Fall was Tolles. Also man sieht die Jungs mal ganz nah, so wie Benny eben gerade. Nee, das ist schon eine gute Sache und alles nette Kerle. Also man denkt es eigentlich nicht. Man denkt, ja gut, es wird Bundesliga-Fußballer, die sind vielleicht ein bisschen abgehoben oder so, aber überhaupt nicht. Sagt jeder Hallo, sagt jeder Guten Morgen, guten Appetit, lasst es schmecken. Und als würde man sich schon jahrelang kennen. Also es ist wie ein großes Vereinlager. Also die Spieler kommen an uns heran. Sie sind alle freundlich, sie sind nett. Ja, da oben. Oh, hey. Ja, ich habe ja ein Tor getroffen, aber die anderen waren ganz schlecht geschossen. Der kleine Felix verriet uns nicht nur seine Lieblingsspieler von Dynamo. Super, Audia, Dedic und Miguel Poté und Kirsten. Sondern inspiriert vom Trainingslager plante der Fünfjährige auch gleich noch seine eigene Fußballkarriere. Wenn ich bei Dynamo gewechselt wäre, mag ich nach Bayern. Wenn ich nach Bayern gewechselt wäre, mag ich nach Dortmund. Und dann, wenn ich nach Dortmund gewechselt habe, da gehe ich so Kreuz auf Fürth. So viele wie in diesem Jahr haben Dynamo bisher noch nie in die Türkei begleitet. Felix ist einer von rund 50 mitgereisten Dynamo-Fans, für die lange Reise in die Türkei eine Herzensangelegenheit ist. Sie sind hautnah Beobachter der intensiven Trainingseinheiten und glauben fest an die Mission Klassenerhalt 2014. Herr Janssen macht ein sehr gutes Training. Ist Abwechslung, es ist Stress auf einer Seite, aber sie haben trotzdem Spaß. Olaf ist ein Weltklasse-Kerl. Also er ist wirklich sympathisch, wenn man ihn so mitkriegt und auch live. Und von Mal zu Mal wird er mir sympathischer. Also ich denke mal, mit ihm packen wir das. Die Mannschaft hat Herzblut, die geben alles beim Training, die sind alle konzentriert. Es ist, man sagt mal, ein Team-Spirit, den man letztes Jahr nicht gespürt hat. Am Ende zählen die Ergebnisse. Und ich hoffe, dass der Verein im Prinzip, auch wenn es schlecht läuft, zur Stange hält und zum Trainer hält, dass man eine Konstanz reinkriegt. Wir Fans unterstützen die Mannschaft und ich sehe der ganzen Geschichte positiv ins Auge. Aber Relegation möchte ich nicht wieder erleben. War voriges Jahr die Rückrunde nervlich gesehen ganz was Schlimmes. Zum Abschluss des Tages lud Cheftrainer Olaf Janssen die mitgereisten Dynamo-Fans zu einem lockeren Gespräch in die Hotellobby ein. Sicher ist das einer der besonderen Momente, die der Reisegruppe Trainingslager noch lange in Erinnerung bleiben werden.